Tatjana. Ja. Was sind das für eine? Thank you. I would have been a supper without you. Been eaten alive. I shudder to think. Thank you. Thank you dearly. I am Laurentius. Lord the Great Swan. I will not forget my debt to you. Das ist doch der Verschollene, wovon der Typ geredet hat. Vom großen Sumpf? Der da an dem Feuer saß. Oh, hello. Was erzählt von dem? I'm fine, thanks to you. Ja, aber wir sind hier, Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. Okay, mehr hat er wohl nicht. Hieß der nicht Laurentius? Weiß ich gar nicht. Aber der hat doch irgendwie was von der Stadt der Untoten gesagt. Wir sind doch hier im wie hieß das? Katakomben oder was stand da? Wie wir das sind hier jetzt hieß? Unter der Stadt der Untoten. Ne, es stand doch gerade ein Gebiet, wo wir sind. Moment, ich wollte mal eben was nachgucken. Sehen wir das nicht irgendwo? Ach, guck mal, hier oben. Da über unserer Stufe steht, dass wir keinen Eid haben. Da kann man das also erkennen, ob man irgendwo bei Mitglied ist oder nicht. Okay. Ne, ich dachte, wir könnten uns irgendwo anzeigen lassen. Die bitte mal raus, bevor ich die versehentlich mal nehme. Den möchte ich bitte hier. Großer Pfeil, Brandpfeil. Ich dachte, wir könnten irgendwo gucken, wo wir hier gerade sind. Weil die Gebietsnamen, wenn wir ein neues Gebiet betreten, stehen doch da dann immer bei. Mhm. Ja, dann. Also wir sind jetzt irgendwas mit in der Tiefe. Das weiß ich wohl. Also in der Tiefe unter der Untotenstadt. Ja, guck, unter der Untotenstadt. Und dann sind wir nicht mehr in der Stadt der Untoten. Ja, und wir sind jetzt in den Tiefen. Ich weiß nicht, ob wir hier weiter sollten oder nicht. Erst doch da oben beim ersten Metzger ins Loch. Vielleicht ist es eigentlich das Gleiche. Vielleicht kommen wir da ja dran lang. Seitdem mir das Viech da auf den Kopf gefallen ist, habe ich ein bisschen Angst. Na, das sieht nicht so aus, als ob es da durchgeht. Jetzt scheint es auch nicht durchzugehen. Aber ich bin ja schon froh, dass wir wenigstens den Ring haben, dass wir uns hier schnell bewegen können, für den Fall, dass uns was anfällt. Ja. Scheiße, du siehst aber auch nichts, ne? Nee. Ja, auch mit Kopf drin siehst du da nicht mehr. Scheiße. Da ist einer. Einer hier. Aufpassen, von oben. Boah, stimmt. Das ist wieder so eine Kacknische. Da scheint aber... Moment. Da blubbert was. Ja. Da blubbern mehrere. Scheiße, ich habe die Feuerpfeile ausgerüstet. Oh. Ist das Ding jetzt tot? Auf jeden Fall blubbern da noch so zwei oder drei. Treffen wir gar nicht. Ist das Vieh jetzt tot oder nicht? Ja, es bewegt sich. Ja. Es bewegt sich. Aber machen wir das erstmal kaputt. Hat noch nicht mal wirklich Schaden gemacht, der Feuerpfeil. Aber wir haben ihn runtergekriegt. Ja. Ach, ich dachte, der macht da immer irgendwie... Das ist das letzte Aufbäumen von dem Sterben. Da hängt aber noch mehr unter der Decke, wenn ich das richtig sehe. Sehr viel mehr, so wie das aussieht. Warte mal. Ich versuch's dann doch mal mit den Feuerpfeilen. Weil mit den anderen Pfeilen haben wir ja irgendwie nicht getroffen. Warte mal, da ist glaube ich einer, ne? Na ja. Ah, die machen sich groß und klein, ne? Hä? Versuch mal in der Mitte das Ding zu treffen. Warte. Boah. Du musst da drauf schießen, wenn die sich groß machen. Wenn sie so klein sind, treffen, das wüsste die nicht. Ja, da mal ein. Warte mal. Ich will mal sehen, was das bei dem bringt. Oh. Nett. Das kommt auf dich zugewackelt. Also Feuerpfeile werde ich auf jeden Fall in Zukunft noch mehr kaufen. Oder? Ja. Die scheinen sich gut zu lohnen. Vor allen Dingen machen die ordentlich Schaden. Ja, jetzt kommt das Müllebarfisch. Sind nur das Problem. Ist da über uns noch jemand? Nee, ne? Nee, jetzt sieht das irgendwie nicht mehr so aus, ob da was kommt.
Oh, ich glaube da. Da sind sie auch runtergefallen. Ja. Da sind 100 Seelen. Dafür, dass sie nichts machen, nur einem auf den Kopf fallen, ist das eigentlich ganz gut. Ja, mal, wenn sie da auf den Kopf fallen, dann ist schon scheiße. Wir haben drei Menschlichkeit. Oh. Wie krass ist das denn? Vielleicht haben wir jetzt gerade was gekriegt, wo wir den Typen da freigelassen haben. Oh, was macht der da? Oh, aua, aua. Die greifen ja doch an. Ja, sicher greifen die an. Doch, der hat da was vor, der ist dick geworden. Nicht? Die machen aber echt viel Schaden, als wir den einen gerade auf den Kopf gekriegt haben. Ja. Als ob der uns verdaut hat oder sowas. Ein Monster-Blob. Ja. Oh, gab's doch früher den Film Der Blob, ne? Ja, da sind noch zwei, ne? Sondern hier. Okay. Da kommen wir doch bestimmt später auch noch hin. Ja. Und hier, sieht man gar nichts. Da Pass sieht man. Auf. Da ist wieder einer. Ja. Probieren wir es nochmal. Ich sehe das aber auch so schlecht. Ja, Viech. Jetzt. Warte. Ja, okay. Oh, auch getroffen, super. Ja, ich sag ja, muss warten, bis sie größer sind. Dann kannst du so runterschießen. Aber sonst hängt da auch keiner, ne? Nee. Ich habe da zumindest jetzt keinen gesehen. Ah, ich habe jedes Mal Schiss, dass die explodieren oder sowas. Ich hasse ja allgemein so Kanalisation. Man denke da an, ich weiß gar nicht welches, ich glaube Resident Evil 2, da gab es auch ein Level mit Kanalisation, wo das Riesenkrokodil war, das Zombie-Krokodil. Aha. Ich glaube, jetzt hast du alle weg da oben. Ja, glaube ich auch. Sieht zumindest ganz gut aus. Was ist das denn? Ein Abfluss. Ein Gitter. Wenn ich das dann unter uns zusammenbricht, was steht denn hier? Brauchst Schlüssel? Scheiß Nachricht, mach die Nachricht weg. Öffnen. Generalschlüssel. Oh, ein Feuer! Feuer! Was? Falle? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was liegt denn da? Es ist verdammt ruhig. Warum ist da so ein komisches... Das sieht aus, als ob das brennt. Scheint aber nichts zu sein. Irgendwie nicht. Blutflecken, ganz viele. Was? Ah, na gut. Ah, wir haben wieder ein Feuerchen. Das wolltest du gar nicht machen, ne? Doch, wollte ich. Ich dachte, du wolltest einen Blutflecken. Ja, der ist ja verschwunden. Achso. Nur das Feuer wollte ich auf jeden Fall haben. Jetzt bin ich... Jetzt sind bestimmt die Blobs wieder da. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Wir kriegen hier an dem Feuer nur 5, weil wir es noch nicht entzündet haben. Sollen wir das mal entzünden? Ja. Machen wir das doch mal, weil wenn wir schon die Menschlichkeit da kostenlos haben, warum sollten wir die nicht direkt benutzen? Ja. Menschliche Gestalt erhalten. Und entfachen. So, da haben wir wieder 10. Dann können wir hier auch wieder raus. Da steht er wieder. Jetzt hat sie wieder ein menschliches Gesicht, oder? Hm. Da haben wir nichts. Ist hier denn sonst noch was? Keine Ahnung. Sieht hier alles so verdächtig aus. Ja. Als ob das irgendwelche Durchgänge sind, die einfach zugemauert worden sind, ne? Was haben wir hier? Auch nur eine Wand. Also ist das hier im Grunde eine komplette Sackgasse, so wie es ausschaut. Ja. Aber auf jeden Fall ein Safe Room. Was? Da war der Geist. Was für ein Geist? Von dem Blutfleck. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst gerade gekriegt. Okay. Guck, guck. Jetzt sind auch bestimmt die Blobbers da wieder, wa? Ja, würde ich mal drauf tippen. Arschloch! Dreh dich doch. Ja, naja, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, die nochmal zu machen. Dann gehst du da runter. Moment, da kommt noch einer.
Kuckuck. Voll abgefackelt. Hä? Also die Feuerpfeile scheinen bei denen nicht so wirklich viel auszurichten. Nee, ich will auch, eigentlich will ich die anderen Pfeile wieder drin haben, weil die Feuerpfeile sollen eigentlich für besondere Sachen sein. Mhm. Weil nicht, dass wir die jetzt alle verballern, da haben wir nämlich nur, jetzt glaube ich nur noch 13 Stück von oder so. Oh Mann, ey. Die Spannung steigt. Was ist das? Eine... Hä? War das eine Riesenratte? Schleichweg. Das ist eine Riesenratte. Du Scheiße. Alter Falter. Wo soll denn hier ein Schleichweg sein? Hä? Was? Invasion des Finstergeistes? Was jetzt, hä? Warum bist du da jetzt wieder reingelaufen? Weil ich Angst habe, da stand was von Invasion. Ui. Das scheint ein anderer Spieler zu sein, wa? Keine Ahnung. Nee, es ist ein Gegner. Verbeugt er sich? Weiß ich nicht, es ist wahrscheinlich doch ein anderer Spieler. Das ist auf jeden Fall ein anderer Spieler, warum sollte er sonst da stehen? Oh, was ist das denn? Warum kommt ein anderer Spieler uns angreifen? Hast du irgendwas vom PvP eingestellt? Ach doch, ich glaube, ich weiß, was das ist. Wenn man menschlich ist, kann das, können die Leute das, glaube ich... Was? Wieso bin ich am Blut? Blutverlust, Alter, der ist aber rabiat. Hä? Ja, super. Du bist fast tot, ne? Ich weiß. Aber warum, weiß ich nicht. Ist das eine Scheiße? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dass sie wieder platt gemacht werden. Was soll das? Ich verstehe das aber auch nicht. Das ist doch die ganze Zeit nicht gewesen. Fügst du mir auch nicht wirklich Schaden zu, ne? Ne, irgendwie nicht. Ah, da bin ich tot. Ja, das ist doch zum Kotzen. Es geht mir so auf den Sack, was soll denn die Scheiße? Ach, stimmt ja. Da können nicht die anderen angreifen, um die Menschlichkeit wieder zu klauen, ne? Ja, ich glaube, sowas war das. Aber das geht echt auf den Sack. Toll, jetzt sind wir wieder so ein hässlicher Untoter. Naja. Oh Mann, ey. Ich will doch eigentlich nur spielen und Let's Playen und nicht angegriffen werden. Das kam jetzt auch nur, weil wir uns am Feuer da menschlich gemacht haben. Ja. Wie heißt denn? Für die zusätzlichen Fläschchen. Verstehst du? Ja. Oh Gott. Daneben. Oh, der macht auch gut Schaden. Ja, angewackelt kommt mit seinem Pfeil. Wackel, 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 wackel. Ja, jetzt wackelt er nicht mehr. Den wollte ich gar nicht anvisiert haben. Also nochmal runter. Ja. Also mit dem Typen, da komme ich jetzt echt nicht drüber weg. Da musst du aufpassen, dass du nicht runterfällst. Das ist eine Leiter. Boah, die sieht aber auch schlecht hier. Ja. Ja, durch den ganzen Schrott von den Kisten. Ich fühle mich ein bisschen unwohl mit dem Viech hier. Ja. Ist das ein Monster? Aber hier liegen viele Sachen rum, wie es ausschaut. Da liegt was, da hinten liegt was. Kann man hier dran von hier aus? Schade. Naja, wenigstens sind wir am Feuer. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen, okay. Aber weißt du, was doof ist? Was denn? Da, wo wir vorher nicht runtergesprungen sind, beim Metzger. Ja.
wir werden das wahrscheinlich auch gar nicht erkennen, wenn wir da wieder hinkommen. Weil da kamen wir ja nicht wieder hoch. Ja. Verstehst du? Das dürfte ein bisschen zu hoch sein, um so zu sehen, ne? Mhm. So. Vielleicht auch nicht. Was haben wir hier? Blubbies. Und Ratten. Ich glaube, die Ratten sind mir gerade ein bisschen wichtiger. Oh, und wie viele? Fünf. Okay, das sind drei weniger. Okay. Ja, das war jetzt... Das war's dann mit den Ratten. Das war flott. Wenn hier mal alles kaputt geht, nicht? Großaxt. Wow. Mal gucken, was die kann. da ist die Großaxt. 32 Stärke? Ja, die wird mörder schwer sein, denke ich mal. Ich rüste sie trotzdem aus, weil ich mal gucken will, wie... Damn! Wie schlage ich denn mit der? Kippt ja, so fast um, ey. Ist ein bisschen schwer, würde ich sagen. Geil. Aber ansonsten richtig cool. Die macht auch nicht wenig Schaden, muss ich sagen. So, und unser Schwert wieder. Also das Schwert ist im Moment so das Nonplusultra, denke ich mal. Und ich glaube auch nicht, dass wenn wir die Nachricht von dem Typen dann nicht gehabt hätten, von dem anderen Spieler, dass wir das dann gefunden hätten. Von da kamen wir, ne? Ich möchte mich mit den Blobsis ja auseinandersetzen. Sind gar keine Blobsis. Nee. Okay. Vielleicht sind das tote Blobs, die da sind. Aber das sieht schon eklig aus, oder? Schleim mir das, wenn du runterkommst. Alter, erschreck mich nochmal so. Irgendwann schlage ich aufs Reflex zu. Ich hab dich doch nicht erschreckt, da kam eine Ratte aus der Kiste. Hallo, ich hab den Ton hier über der Kopfhörer. Und wenn du gleichzeitig losschreist, wieder so ein Vieh loshoppst. Du kannst froh sein, dass ich nicht schreie, wenn ich mich erschrecke. Da haben wir's wieder. Tata. Crazy Bands Let's Plays. Geht nicht ohne Alarm. Das könnte ich eigentlich im Trailer von meinen Let's Plays, wenn ich anfange und mit einem Let's Play reinmachen. Was? So ein Alarm. Ja. Als Markenzeichen. Ich habe ja im Moment, habe ich ja dieses wunderschöne Guten Hallo. Ja. Das hat ja auch nicht jeder. Eigentlich habe ich das noch nie gehört, bei keinem. Mach doch mal das wieder weg. Also die sind jetzt nicht... Scheiße, da... Oh. Aha. Ich hab jetzt schon, da ist die Ratte wieder. Ja. Kanalkammerschlüssel. Kanalkammerschlüssel? Irgendwo ist eine Kanalkammertür. Warte mal, steht da irgendwas drauf? Mal eben gucken. Kellerschlüssel. Kanalkammerschlüssel. Kanalkammer in den Tiefen. Schlüssel zur Kanalkammer in den Tiefen. In jeder Gesellschaft gibt es ein paar ebenso schwarze wie gierige Schafe. Würden sie bekehrt, wenn sie als Untote in die Tiefen verbannt würden? Verwendet den Schlüssel und findet es heraus. Okay. Oh. Oh. Da gehst du auf ein Menü raus und da kommt dir ein Geist entgegen. Da wirst du irre bei. Das Spiel macht mich Krankenhaus, ey. War da oben jetzt noch was oder nicht? Weiß ich nicht. Dann springe ich am besten beim nächsten Krankenwagen raus und winke die gleich hier rein, ne? Ne, hier scheint es nichts mehr zu geben. Dann da unten mal durch. Ja. Aber was anderes bleibt uns ja nicht über. Nö. Aber ich bin ja heilfroh, dass wir Estus... Loch. Okay.